Und wer hier von den einfachsten 16? Oh, wer ist das denn? War mir zu laut? Zu nett? Zu alt? Wo drückt der Schuh? Du hattest neulich beim Joggen gesagt, dass wir Bescheid geben können, wenn wir was brauchen. Also, der Dawson kann überhaupt nichts mehr tragen. Und ich muss dringend lernen und die Barbara halten den ganzen Tag. Und mir läuft halt einfach die Zeit davon und irgendwer muss einkaufen. Vom Putzen will ich jetzt gar nicht reden. Jedenfalls, vielleicht könntet ihr uns mal was vom Supermarkt mitbringen. Hier sitzt ja hier Ina rum. Und außerdem ist das Geld von meinen Eltern noch nicht da und... Kann ich ein Glas Wein haben? Was ist 11 Uhr? Na und? Ich habe mir eine kleine Liste gemacht mit Einkäufen drauf. Es wäre super, wenn ihr uns das mitbringen könntet. Das Geld gebe ich dir dann später, das von dem Monat ist schon weg. Ist das okay? Alles klar, muss weiter lernen. Geh jetzt. Ich sitze 12 Stunden am Tag. Und davon steige ich 6 Stunden hirnlos auf die Blätter. Ich werde die Prüfung nicht schaffen. Das ist meine letzte Chance. Und dann habe ich kein Examen. Und dann wäre ich so N wie ihr. Ich habe ein Examen. Ich habe nur meistens für das Recht gekämpft und selten für das Geld. Ja, komm, ist gut. Wo hängt's denn? Ölrecht. Baurecht, Wahlrecht, Versammlungsfreiheit, das hängt überall. Das ist zu viel. Es ist zu groß oder mein Kopf ist zu klein, ich weiß es auch nicht. Es ist zu groß für meinen kleinen Kopf. Wo genau steckst du fest? Kann man es irgendwie eingrenzen? In der Mitte. Irgendwo in der Mitte. Aber wo das ist, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo die Mitte ist. Das ist das Problem. Ich gucke mir das mal an. Katharina, Barbara, Thorsten. Die beiden studieren Jura, ich Kunstgeschichte. Sie sind jung, dynamisch, pflichtbewusst. Wir stehen ja hier kurz vor unseren Examen. Wir hatten mit ruhigeren Nachbarn gerechnet. Es ist halt einfach eine total sensible Zeit gerade. Und das sind die Neuen, Anne, Johannes und Eddie. Warum wohnt ihr jetzt wieder zusammen? Es ist lustiger, es ist billiger. Wir können euch nicht helfen. Was meinst du denn? Ja, mal was Schweres tragen, mal zur Apotheke, mal was im Handymenü erklären. All diese Sachen. Wir haben keine Kapazitäten. Haben wir die irgendwie erschreckt? Hallo? Die haben mich erschreckt. Seid ihr nicht auch einfach echt ein bisschen alt für das viele Feiern? Ihr seid die Woche dreimal Treppenhaus putzen. Wir putzen kein sauberes Treppenhaus. Ab jetzt ist Ruhe. Absolute Ruhe. Sonst lernt ihr uns kennen. Ich habe nur 2 Flaschen. Sind die noch von Silvester? Wenn ihr damals ein bisschen flotter gewesen wärt, dann müssten wir heute nicht über Studiengebühren diskutieren. Es war gut damals. 18 Semester Studium. Jetzt fehlt uns das Geld, das wir nicht verdient haben in der Zeit. Keine Sekunde dieser Zeit würde ich hergeben für keinen Betrag dieser Welt. Ich auch nicht. Oh, das sieht ja scheiße aus. Lust auf eine Runde joggen? Thorsten? Wie geht's denn? Wenn irgendwas ist, sag Bescheid, ja? Wer ist das denn? War mir zu laut? Zu nett? Zu alt? Du hattest neulich beim Joggen gesagt, dass wir Bescheid geben können, wenn wir was brauchen. Von oben sind im Arsch. Die gehen nicht einkaufen, nicht arbeiten, nicht in die Uni. Haben wir das damals gemacht? Dann geh mal hoch, dann siehst du, wo der Unterschied liegt. Mit welcher Systematik gehst du denn da ran? Fang vorne an und hör hinten auf. Du würdest nicht glauben, dass da irgendwo ein Ende kommt. Nee, Moment, stopp. Ich werde die Prüfung nicht schaffen, dann habe ich kein Examen und dann wäre ich so N wie ihr. Ich habe ein Examen.